Bücher kaufen und Bücher lesen, das sind zwei völlig unterschiedliche Hobbys in meiner Welt zumindest. Und das zeigen die Neuzugänge für den September diesmal wieder ganz, ganz deutlich. Sie zeigen auch, dass, wenn es emotional hergeht bei mir, dass ich halt mehr Bücher kaufe oder auf anderen Wegen irgendwie einziehen lasse. Ja, und das war im September jedenfalls der Fall. Welche Bücher bei mir eingezogen sind und welche davon vielleicht schon gelesen sind und welche davon ihr vielleicht schon kennt. Darum geht es in diesem Video. Bleibt gerne dran. Hallo und willkommen zu den Neuzugängen für den September 2024. Ich habe mir eigentlich nach dem Sommer vorgenommen, dass es jetzt weniger wird. Es ist völlig nach hinten losgegangen. Es ist mir aber diesmal echt total wurscht, weil die Bücher haben eine ganz, ganz zentrale Aufgabe erfüllt. Sie haben mir durch eine schwere Zeit, klingt jetzt immer so dramatisch, aber es waren die letzten Wochen einfach echt anstrengend für mich und die Bücher haben mir da durchgeholfen. Und wenn sie mich glücklich machen, ja, dann haben sie einen guten Grund gehabt einzuziehen und sie haben mich beim Einzug glücklich gemacht und werden mich dann hoffentlich beim Lesen auch irgendwann glücklich machen. Wann das sein wird, wir werden sehen. Es sind alles gedruckte Bücher und ich glaube, 14 oder 15 an der Zahl, also horrend, braucht man nicht diskutieren, ist so. Das ist natürlich viel mehr, als bei den meisten anderen einziehen würde und das ist natürlich auch viel mehr, als bei mir einziehen würde, wenn ich nicht auf BookTube und auf Instagram unterwegs wäre. Das muss man ganz offen sagen. Aber ich habe aktuell absolut kein Problem damit. Irgendwann wird mich mein Sub wahrscheinlich erschlagen, aber aktuell schaut das alles noch ganz gut aus. So. Wir starten mit einem Buch, das sehr unverhofft bei mir eingezogen ist, weil ich es auf Instagram gewonnen habe. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, aber ich freue mich. Es geht um ein Buch aus dem Emons Verlag, das ich bei einem Gewinnspiel eben des Emons Verlag gewonnen habe, von Astrid Miegler, Die schwarze Gräfin, Geheimnisse an der Eisenstraße. Ein recht dünnes Büchlein dafür, dass es ein historischer Roman ist, aber die Bücher aus dem Emons Verlag sind meistens überschaubar dick. Und es geht hier, oh, da ist ja auch eine Karte noch drin, cool. Es geht hier um eine Frau in der Nachkriegszeit. Und zwar sind wir im Jahr 1949 unterwegs. Wir begleiten hier Magdalena. Sie lebt in ärmlichen Verhältnissen und leidet unter den Wutausbrüchen ihres trunksüchtigen Mannes. Nach außen hin ist sie aber immer noch freundlich. Sie beherbergt aber eine dunkle Seele und weiß genau, was sie will. Ein Leben voller Luxus und Unabhängigkeit, wie das der gerade verstorbenen Ehefrau von Oskar Schneeberg, Erbe einer Hammerherrendynastie. Dafür würde Magdalena sogar über Leichen gehen, auch über die ihres Mannes. Gelingt es ihr, den reichen Industriellen für sich zu gewinnen und zur schwarzen Gräfin aufzusteigen? Ein faszinierender Gesellschaftsroman aus der Nachkriegszeit. Ich bin Magdalena, 29 Jahre alt und Witwe. Mein Mann Gustav ist in einer kalten Winternacht erfroren. Ein tragisches Schicksal. Die unmittelbare Nachkriegszeit interessiert mich momentan sehr. Deswegen habe ich auch mein Glück für dieses Buch versucht, habe bei diesem Gewinnspiel mitgemacht. Und wenn es dann diesen Beigeschmack von Krimi hat, eine Frau, die ihren grausamen Mann loswerden will, um sich selbst ein besseres Leben zu machen, das ist schon sehr spannend. Es kann jetzt sein, dass Magdalena eine Protagonistin ist, die man zu 100% versteht. Es kann aber auch sein, dass sie recht unsympathisch ist und einfach übertrieben auf der Jagd nach Luxus und nach Geld ist. Ich bin sehr gespannt drauf. Wie gesagt, es ist sehr überschaubar lang. Das sind nur 220 Seiten. Das wäre vielleicht jetzt was noch für den Herbst. Mal schauen, ob sich das ausgeht. Ich freue mich jedenfalls, dass ich das gewonnen habe mit den Büchern aus dem Emons Verlag. Ich habe noch nicht viele gelesen. Mit denen, die ich bisher gelesen habe, habe ich aber gute Erfahrungen gemacht. Und ja, ich freue mich drauf, weil ich glaube, diese Eisenstraße, das ist ja irgendwo, ist das in Oberösterreich? Dieses Buch ist ein Roman, Handlungen und Personen sind frei erfunden, Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Ja, wenn sie das schon dazu schreiben muss, dann
ist das die Frage. Wir machen weiter mit Geschenken. Es sind unglaubliche 8 Bücher als Geschenke eingezogen. Ihr seid alle völlig wahnsinnig. Danke an all die Damen, die mich da so reich beschenkt haben. Es sind hauptsächlich Bücher aus Tauschaktionen. Ich habe schon mal erwähnt, wir treffen uns regelmäßig, mit mir meine ich die Caroline von Marie Salon du Livre und mich, wir treffen uns regelmäßig mit der lieben Conny, einem Teil des Autorinnen-Duos Michelle C. Ahrens. Da fahren wir gern nach Garmisch und gehen da lange und ausgiebig Kaffee trinken und quatschen. Und da tauschen wir auch jedes Mal Bücher. Und dieses Mal waren es viele, echt viele. Die Conny hat mir gleich 4 Bücher gegeben. Der völlige Wahnsinn. Eins davon habt ihr im Want to Read für den Oktober schon gesehen. Meet Me in Autumn von Laurie Gilmore. Eine Pumpkin Spice Romance. Ein ganz gemütlicher Liebesroman für den Herbst in extrem toller Herbstaufmachung, der sehr viel Gilmore Girls Feeling verbreitet und der mir bisher sehr, sehr gut gefällt. Die finale Meinung gibt es dann im Lesemonat für den Oktober. Ein dünnes Büchlein, das sich schnell lesen lässt, also da werdet ihr fix noch was dazu hören. Das Buch geht momentan sehr rum. Es geht hier, damit wir darüber noch kurz reden, es ist aber da das Want to Read für den Oktober verlinkt, da rede ich doch noch genauer drüber. Es geht hier um Jeannie, die aus ihrem Leben in der Stadt flüchtet, weil sie kürzer treten will, weil sie den Stress loswerden will und das Café, das Pumpkin Spice Café ihrer Tante in einem kleinen Ort übernimmt. Und gleichzeitig geht es um Logan, der dort in diesem kleinen Ort Dream Harbor Farmer ist und das Café beliefert. Ja. Kleinstadt-Setting, viele schräge Nebencharaktere, nettes Setting, süß, lustig, herbstlich. Bisher eine Empfehlung. So, und dann hat mir die Conny noch 3 sehr aktuelle Bücher mitgegeben. Der pure Wahnsinn. 2 Bücher davon gehören zu einer Reihe und die empfehlen sowohl die Conny als auch die Caroline sehr und ich habe bisher noch nicht dazu gegriffen, weil es halt einfach momentan im Romance-Bereich so viel gibt und weil ich echt nicht weiß, wo ich anfangen und aufhören soll. Deswegen habe ich es jetzt so bekommen, das freut mich natürlich umso mehr. Es geht hier um die Reihe von Abby Jimenez, spricht man sie so aus? Part of Your World und der zweite ist Yours Truly. Die sind aber in verkehrter Reihenfolge erschienen. Also viele haben das gelesen und dann erst das. Ich werde es in richtiger Reihenfolge lesen. Geduld zahlt sich aus in diesem Fall. Beide erschienen im DTV-Verlag und übersetzt von Urban Hofstetter. Ich gehe mal davon aus, dass es beide Male der gleiche Übersetzer sein wird. Gehst du her? Ja. Das sind Romance-Bücher, die zusammenhängen, aber eher lose zusammenhängen, aber anscheinend spoilert man sich ein bisschen auf den ersten Band, wenn man den zweiten zuerst liest. Deswegen will ich das in der richtigen Reihenfolge machen. Es geht in Band 1, Part of Your World, um Alexis Montgomery. Sie trifft bei einer Reifenpanne auf Daniel Grant und verbringt mit ihm eine Nacht. Zwischen ihnen besteht eine unerklärliche Anziehung, aber es kann nie ein echtes Paar aus ihnen werden, weil sie eben aus völlig unterschiedlichen Welten stammen. Part of your world. Mhm. Daniel kommt vom Land, er ist 28 und damit 10 Jahre jünger als Alexis. Ich habe noch nie ein Age Gap Buch gelesen, merke ich gerade. Das ist das erste Mal, oder habe ich? Ja, habe ich, aber nicht so stark, glaube ich. Ich habe gelesen von Jen DeLuca, wie hieß es denn, A History of Us, da war der 3. Band, da gab es auch einen Altersunterschied, aber ich glaube nicht so stark. Also keine 10 Jahre ist schon heftig, wenn sie 10 Jahre älter ist als er. Alles, was ihr Leben ausmacht, ist ihm völlig fremd, weil Alexis muss in die Fußstapfen ihrer Ärztefamilie treten. Und das renommierte
Royom Hospital in Minneapolis leiten. Aber allein bei dem Gedanken dran, ihn aufzugeben, da droht ihr Herz zu zerbrechen. Natürlich aktuell wie alle Romance-Bücher mit Buchschnitt versehen. Und die Bücher sind gar nicht schmal. 450 Seiten fast. Ich bin gespannt. Und der zweite Band, da geht es dann um Brianna. Und ebenfalls um das Krankenhaus-Setting. Ich glaube, das haben sie gemeinsam. Brianna ist kurz vor der Scheidung, muss ihren kranken Bruder pflegen und die Beförderung zur Chefärztin liegt wegen Neuankömmling Jacob auf Eis. Sie will ihn hassen und dann bekommt sie aber einen Brief von ihm, der beweist, dass er doch nicht der Teufel höchstpersönlich ist, sondern witzig und introvertiert. Sie freunden sich an, ja, und wo das hingeht, könnt ihr euch vorstellen. Er steht ihr in einer schwierigen Situation zur Seite. Sie bittet ihn im Gegenzug um einen kleinen Gefallen. Einen Gefallen, der die freundschaftlichen Gefühle, die die beiden gerade füreinander entwickeln, auf die Probe stellt. Wird wohl nicht nur bei Freundschaft bleiben. Auch das wieder mit tollem Buchschnitt. Oh, und da ist ein Herzl drin. Erster Eindruck, zweiter Blick, dritter Anlauf. Das ist von der Autorin. Yours Truly liegt mir aus vielen Gründen besonders am Herzen und ich freue mich sehr, dass der Roman jetzt auf Deutsch erscheint. All meine Bücher sind Mosaike von mir und meinen Lebenserfahrungen, die ich zusammensetze, um meinen Leserinnen und Lesern eine Auszeit von ihrem Alltag zu ermöglichen. Das klingt total toll. Ich hoffe, das schafft die Autorin gut. Wenn ihr eins dieser Bücher schon kennt, schreibt mir das natürlich gern in die Kommentare. Ich habe ja tatsächlich schon einige gelesen. Ich glaube, Yours Truly ist irgendwann im Frühling schon erschienen. Ich bin da ein bisschen spät dran. Hoppla. Beate, lass alles stehen. Nicht die Kamera runterreißen, sondern weiter im Text. Das vierte Buch, das mir die Conny mitgegeben hat, ist ein Buch, das ich total übersehen hätte. Und dabei ist es eine Geschichte, die mir wahrscheinlich sehr, sehr gut gefallen wird. Und zwar von L. Kennedy, The Graham Effect, ein Roman aus dem Lux Verlag und der wurde übersetzt von Silvia Gleisner, steht hinten drauf. Auch der wieder mit Farbschnitt. Und das ist ein Spin-off zur Reihe, wie hieß denn die? Campus, ja, irgendwas mit Campus. The Campus Diaries heißt das und die eigentlichen hießen ich blende es euch ein, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es The Game, The Score, war der erste The Game? Ich weiß es nicht mehr. The Score, die jetzt halt diese Eishockey-Reihe, die jetzt in einer Neuauflage erschienen ist. Und das ist die Fortsetzung zum ersten Band. Da geht es nämlich tatsächlich um die Tochter der Protagonisten aus dem ersten Band. Und es geht wieder um Eishockey und es geht darum, dass sich die Protagonistin für die Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen qualifizieren will. Finde ich super. Brier University, ja. Das ärgert mich jetzt richtig, dass ich nicht mehr weiß, wie diese Reihe hieß. Ist ja wurscht. Es geht eben um Gigi und um Ryder und ich finde es toll, dass sie hier die Eishockey-Protagonistin ist. Aber wenn man aus dieser Familie kommt, Graham ist der Nachname, wie hieß, ich weiß es auch nicht mehr. Es ist mir eigentlich wurscht. Aber ich freue mich drauf. Ich weiß vom ersten Band keine Namen mehr, aber ich weiß noch von der Handlung ein bisschen was und ich weiß noch, dass ich den männlichen Protagonisten sehr, sehr mochte. Und wenn der hier jetzt der Papa ist, dann kann so vieles nicht schief gehen. Das Buch ist wahnsinnig schwer. Es ist echt arg und es ist von der Aufmachung her wunderschön. Ja, Eishockey-Schlittschuhe. Ich mag Sports-Romance. Das darf sein, das darf einziehen, da freue ich mich drauf. Außerdem habe ich auch mit der Caroline Bücher getauscht.
Und sie hat mir dieses Buch gegeben, Yellow Face von Rebecca F. Kuang aus dem Eichborn Verlag mit diesem tollen Buchschnitt. Und zu Yellow Face gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen. Hier geht es um ja genau, um eine junge Schriftstellerin. Sie stiehlt das Manuskript einer anderen, als die gerade verstorben ist, und veröffentlicht es unter einem mehrdeutigen Künstlernamen. Denn verdient es, diese Geschichte nicht erzählt zu werden, und zwar egal von wem. Aber nun muss June ihr Geheimnis hüten, koste es, was es wolle. Ich habe sehr, sehr positive Rezensionen zu diesem Buch gelesen und auch tatsächlich Abbrüche und sehr negative. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ihr Buch ist ein Bestseller, das Problem ist nur, sie hat es nicht geschrieben. Übersetzt von Jasmin Humburg. Vielleicht ist es ja in der Realität öfter so, dass mal irgendwo Unterstützung und Ghostwriter und so weiter dahinter sind, wer weiß das schon. Und was man ganz offen sagen muss, also Bücher sind ja lektoriert, da ist ja, das ist ja nie nur Marke, Eigenbau von einem Autor, einer Autorin, da fließen ja ganz viel, da fließt ja auch ganz viel Arbeit von außen rein, das ja, ein Manuskript zu stehlen ist halt echt heftig, aber ja. Mal schauen, wann ich mich darauf einlassen kann und wann ich Zeit finde. Das ist gar nicht so dick. Na, knapp 400, 380 Seiten. Es geht. Wenn ihr das Buch kennt, bitte schreibt mir gern eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Caroline fand es eher sehr durchwachsen. Und dann hat mir Caroline noch ein zweites Buch mitgegeben, das sie sehr, sehr mag. Und das ist dieses hier von Elia Barcelo, Töchter des Schweigens, aus dem Piper Verlag und übersetzt von Petra Zickmann. Es geht um eine Freundschaft. 30 Jahre lang haben sie nicht darüber gesprochen, haben sie gehofft, dass die Zeit die Wunden heilt und die Schuld an Schrecken verliert. 7 Freundinnen, die ein dunkles Geheimnis teilen und versuchen, vor dem Schatten der Vergangenheit zu fliehen, bis die Mauer des Schweigens Risse bekommt, als eine von ihnen eine verhängnisvolle Entscheidung trifft und damit ihr Leben verspielt. Das klingt total spannend, mega kryptisch, aber sehr, sehr spannend. Und das Spannende daran ist auch die Autorin, die seit vielen Jahren in Innsbruck lebt und auch an der Uni Innsbruck unterrichtet hat. Ich war an der Romanistik in Innsbruck, hatte zwar nicht Spanisch, sondern Italienisch, aber ich habe von der werten Dame leider nichts mitgekriegt. Sehr toll. Also das ist ein Buch, zu dem ich selbst wahrscheinlich nicht gegriffen hätte, aber das ist was, was meinen Lesehorizont mit Sicherheit erweitern wird, und da freue ich mich sehr drauf. Wie immer gilt für jedes dieser Bücher, das ich euch jetzt zeige, sag mir quando, sag mir wann. Ich weiß es nicht, wann ich das lesen soll, aber irgendwann wird es ja tatsächlich soweit sein. Hoffentlich. Die Pension kommt irgendwann bestimmt. Hahaha. Sind ja nur noch, oh Gott, ich will gar nicht nachrechnen. Weitere Buchgeschenke. Die liebe Jasmin hat mir im September ein Buchpaket zukommen lassen mit 2 Büchern, die sie gelesen hat und die ihr sehr gut gefallen haben und die sie gern an mich weitergeben wollte. Das Unpacking dazu findet ihr auf Instagram und ich freue mich sehr über diese Bücher, weil mich beide megamäßig interessieren und vor allem damit habe ich vorher schon geliebäugelt. Von Holly Gramasio, Ehemänner. Ein Roman aus dem DTV Verlag und der wurde übersetzt von Babette Schröder. Es geht hier um Lauren und sie ist sich sicher, sie ist nicht verheiratet. Aber eines Nachts, da steht ein völlig fremder Mann in ihrem Flur und sagt, er ist ihr Ehemann. Und dann verschwindet er auf dem Dachboden.
Dann kommt ein anderer Mann wieder runter und sagt, er ist ihr Ehemann. Sie beginnt dann an ihrem Verstand zu zweifeln, aber ihr Dachboden erscheint einen endlosen Vorrat an potenziellen Ehemännern hervorzubringen. Und das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Es ist dieser Klappentext so spannend. Ich weiß überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Es kann total toll sein, total in die Hose gehen, ich weiß es nicht. Und irgendwie sind für dieses Buch Hasen relevant. Denn wenn ihr es am Cover genau anschaut, das sind dieser Wirbel da, dieser Strudel besteht aus ganz vielen lila Häschen. Was das genau sein soll, ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, Claire Lombardo hat mit dem recht, was sie hinten drauf geschrieben hat, kaleidoskopisch schlau und sehr, sehr unterhaltsam. Kennt ihr das schon? Ich weiß echt nicht, was ich von diesem Buch halten soll. Ich bin ganz, ganz gespannt drauf. Und auch darauf bin ich sehr gespannt. Ein Buch, das ich ja euch eh schon als E-Book gezeigt habe und das mir die liebe Jasmin jetzt auch als Hardcover mitgeschickt hat und das ich eigentlich noch im Sommer lesen wollte, aber es nicht geschafft habe. Von Bernhard Eichner, der neue Thriller Joko aus dem Wunderlich Verlag. Schmerz, Rache, Zorn. Joko ist, so viel weiß ich, sie ist eigentlich Metzgerin. Und sie hat die Metzgerei in eine kleine Manufaktur umgewandelt und macht jetzt Glückskekse. Und dann beginnt plötzlich ein Albtraum. Ich weiß es nicht, was es damit auf sich hat. Ich weiß nicht, was Bernhard Eichner da gezaubert hat. Ich weiß, dass vielen sein Schreibstil nicht liegt. Ich weiß, dass hier ein zweiter Band kommen wird. Ich weiß, dass ich ihn persönlich unglaublich gerne mag. Er ist sehr sympathisch, sehr unterhaltsam. Seine Bücher liegen mir oft sehr. Im Schreibstil komme ich gut zurecht. Manche Bücher waren jetzt nicht hundertprozentig meins, aber hier hoffe ich wieder auf was Tolles. Und das kann ich jetzt in gedruckter Form und unterwegs als E-Book lesen. Also, was könnte besser sein? Die Trophäe fürs Regal ist auf alle Fälle auch da. Ja, so, und dann kommt noch ein ganzer Schwung an Büchern, die ich mir selbst zugelegt habe. Wir starten mit einem Buch, das ich mir gebraucht gekauft habe auf Vinted, unbezahlte Werbung, Klammer zu. Ich bestelle immer mal wieder was auf Vinted, weil ich mir bei manchen Büchern nicht sicher bin, ob sie was für mich sind und ob ich den vollen Preis dafür zahlen will. Und wenn ich dann auf Vinted Bücher in sehr gutem Zustand finde, die nur noch die Hälfte oder weniger kosten, da freue ich mich natürlich. War unter anderem bei diesem Buch so. Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber aus dem CBJ Verlag. Und das wurde übersetzt von Diana Bürgel. Das soll an die Caraval-Trilogie von Stephanie Garber anknüpfen. Die habe ich nicht gelesen. Die interessiert mich auch jetzt nicht so besonders. Aber das spricht mich irgendwie total an. Es geht hier um Evangeline Fox. Sie will eine Hochzeit verhindern. Sie will die Hochzeit der Liebe ihres Lebens mit einer anderen Frau verhindern und geht deswegen einen Deal mit Jax ein, dem charismatischen, aber niederträchtigen Prinz der Herzen. Und als Gegenleistung fordert er aber 3 magische Küsse und die Empfänger dieser Küsse und den Zeitpunkt bestimmt er. Ja, dieser Deal für sie nicht ganz ideal läuft, das muss Evangeline bald erkennen und dass das entweder
zur großen Liebe führen kann oder zum allergrößten Albtraum, auch das wird sie sehr schnell erkennen. Ich habe dieses Buch gebraucht noch mit dem Buchschnitt bekommen. Wenn mir das gut gefällt, werde ich auch, der zweite Band ist auch schon da, werde ich das auch weiterlesen. Wenn nicht, dann war es ein Versuch. Ein Versuch, Romantasy zu lesen, und sollte es gelingen, freue ich mich, und wenn es nichts ist, ist es halt nichts. Außerdem habe ich ein Buch gesehen, das hatte ich in der Buchhandlung mehrmals in der Hand, habe es dann wieder zurückgelegt, hatte es beim nächsten Mal wieder in der Hand, habe es wieder zurückgelegt. Ich glaube, beim dritten oder vierten Mal ist es dann tatsächlich bei mir eingezogen. Von Julia Paus, The Truth in Your Lies aus dem Moon Notes Verlag. Es geht hier um Fake Dating. Und genau deswegen ist es eben eingezogen. Sie ist Erbin einer der größten Hoteldynastien Amerikas. Er ist ein Kleinkrimineller. Ihre Welten kollidieren in einer schicksalshaften Nacht auf einer Spendengala. Noelle will ihrem Vater ihren Freund vorstellen, Memphis will reiche Leute um deren Schmuck erleichtern. Doch alles, was schief laufen kann, läuft schief, und auf der Tanzfläche landet Noelle kurzerhand in Memphis' Armen. Und hinten steht, wie kann Fake sich nur so verdammt echt anfühlen. Mit einem mega Buchschnitt, also das macht der Moon Notes Verlag so toll. Und ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich auf diese Fake-Dating-Geschichte. Julia Paus ist Österreicherin, das sehe ich erst jetzt. Wurde 1988 in Salzburg geboren. Fast mein Jahrgang, fast meine Herkunft. Hallo Frau Paus. Finde ich sehr, sehr toll, und es gibt auch wieder eine Playlist zum Buch. Und hinten drin wäre wieder ein Lesezeichen, das man sich rausschneiden kann. Das macht der Moon Notes Verlag immer. Habe ich noch nie gemacht, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Idee. Zusatz zu diesem Buch, ich habe es dann tatsächlich gekauft am ersten Tag meines Urlaubs, weil ich mir gedacht habe, ich will jetzt in meinem Urlaub ankommen. Das war so, okay, Urlaub. Ich wollte es auch im Urlaub lesen. Habe ich nicht geschafft, aber es ist wurscht. Ich habe im Urlaub fast gar nichts gelesen, aber fleißig geshoppt. Ganz, ganz fleißig geshoppt. Ich war außerdem noch mit der Caroline unterwegs, und da sind insgesamt auf verschiedenen Shoppingtouren gleich 3 Bücher eingezogen. Das erste Buch ist ein Buch, das ich schon seit Monaten auf der Wunschliste habe. Ich habe es bei, ich weiß gar nicht mehr, warum ich in Vorschauen gestöbert habe. Vielleicht für eine Videoinspiration, keine Ahnung. Und da habe ich dieses Buch gesehen und habe mir gedacht, Beate, das schreit nach dir, setz es dir auf die Wunschliste, das wirst du haben wollen. Und dann waren wir in der Buchhandlung und ich sehe dieses Buch und ich halte es Caroline unter die Nase. Und was soll ich sagen, wir sind beide damit nach Hause gegangen. Schaut euch dieses wunderschön gestaltete Buch bitte an. Das Geheimnis der Glasmacherin aus dem Atlantik Verlag von Tracy Chevalier. Ein unfassbar schönes Buch. Es ist so toll. Also ich weiß nicht, also das müsste inhaltlich schon ganz, ganz schwer daneben gehen, dass das wieder auszieht. Es wurde übersetzt von Claudia Feldmann. Ein historischer Roman, der weiter zurückgeht in der Zeit, als ich sonst lese. Es geht hier um Venedig im Jahr 1468. Es geht um den Tod von Lorenzo Rosso. Er ist Glasmacher und dieser Tod erschüttert die Stadt, aber seine Tochter Ursula entscheidet, sie will die Glasschmiede ihres Vaters weiterführen. Sie will sich gegen diese Regeln, die Frauen gelten, auflehnen. Sie will Unternehmerin sein. Sie will das Geschäft weiterführen. Und hinten steht, es entfaltet sich eine fesselnde Geschichte über erstaunlichen Mut, treue Familienbande, verbotene Liebe und die unvergleichbare, unvergängliche Schönheit Venedigs. Ich liebe Venedig, ich liebe
Bücher, die in Venedig spielen. Ich würde gern mehr Bücher über Venedig lesen, die tatsächlich auch von italienischen Autorinnen und Autoren geschrieben wurden. Aber Tracy Chevalier ist die Autorin von Das Mädchen mit dem Perlenohrring und ich weiß auch, dass sie einige andere Bücher noch geschrieben hat und ich weiß, dass viele ihre Bücher lieben, deswegen habe ich ein gutes Gefühl dabei. Und wie gesagt, also es ist so toll und auch dieses alte Venedig da vorne drauf, das auch da, vielleicht hört ihr das, das ist von der Haptik her so toll. Wahnsinn. Ich liebe dieses Buch jetzt schon. Ich hoffe, es kann diesen hohen Erwartungen entsprechen. Das nächste Buch ist ein Buch, das eigentlich nicht einziehen dürfte. Ich kaufe mir selten Folgebände von Büchern, wenn ich den ersten Band noch nicht gelesen habe, aber ich habe so viel Positives über diese Trilogie gehört. Oder nein, es ist keine Trilogie, es ist eine fünfbändige Reihe sogar, aber drei Bände sind erschienen. Und das ist jetzt der dritte von der Magischen Bibliothek von Rachel Kane, Asche und Feder aus dem Heine Verlag. Ja, es sind unfassbar tolle Bücher, die haben keinen Schutzumschlag als Hardcover, sondern die sind einfach so gebunden. Übersetzt wird diese Reihe von Beate Brammertz und hier geht es eben, ich will mir jetzt den Klappentext vom dritten Band nicht anschauen, aber hier geht es darum, dass Bücher besitzen verboten ist und dass es Buchschmuggler gibt und es geht um die Bibliothek von Alexandria, wo das Lesen dann erlaubt ist und wo Menschen ausgebildet werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein Fantasy-Buch, das nicht ganz High Fantasy sein soll und das ich hoffe, dass mir sehr, sehr liegen wird. Wie gesagt, ich sage jetzt zum dritten Band eher wenig. Wenn ich den Klappentext jetzt vorlese, spoilere ich mich, spoilere ich euch und das will ich tunlichst vermeiden. Weiter geht's mit einem Buch, das ich bereits lese, denn unsere große Leserunde läuft dazu. Von Kira Licht, A Spark of Time, der zweite Band, ein Date mit Mr. Darcy. Wir haben ja zum ersten Band, Caroline und ich, eine WhatsApp-Leserunde gegründet. Wenn ihr da noch einsteigen wollt, bitte schreibt mir so schnell wie möglich dazu in die Kommentare. Bis Ende Oktober ist das Ganze, das Mitlesen noch möglich. Dann gibt es den Live-Hangout von Caroline und mir zu diesem Buch. Aber wenn ihr bis dahin noch einsteigen wollt, könnt ihr das nach eigener Geschwindigkeit, könnt ihr da gerne mitlesen. Wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben. Es ging im ersten Band um Lily de Grey und um ihren Gegenspieler Schrägstrich Love Interest Damien, die beide durch die Zeit gereist sind und auf der Titanic gelandet sind. Und der erste Band endet recht gemein mit einem Cliffhanger und da knüpft jetzt dieser zweite Band an. Ich habe gerade erst zu lesen begonnen, also kann noch nicht ganz so viel sagen, aber der Untertitel zeigt natürlich ein Date mit Mr. Darcy. Es geht um die Zeit von Jane Austen. Hinten steht drauf, das große Finale der Zeitreise-Dilogie. Anscheinend kommt noch mehr. Kira Licht hat umentschieden. Ich bin gespannt, ich freue mich sehr drauf. Es ist wunderschön. Mir hat der erste Band zwar in Blau besser gefallen. Ich bin jetzt nicht so die rosarote Prinzessin, aber wunderschön gestaltet vom Morn Verlag. Und ich freue mich jetzt schon wieder drauf, weiterzulesen. Und dann fehlen noch zwei Bücher, die eingezogen sind, als wir im Urlaub waren. Mein Mann und ich sind 2 Tage nach Lienz, nach Osttirol gefahren und Lienz, kann ich euch sehr ans Herz legen, ist eine super süße, kleine, nette Stadt, wo man auch viel unternehmen kann und Lienz hat einen Bücherflohmarkt. Dieser Bücherflohmarkt ist wie ein fixes Geschäft, hat auch fast jeden Tag offen und ist bis oben hin randvoll mit gebrauchten Büchern. In unterschiedlichen Zuständen und diese Bücher kosten nur 2 Euro. Ja, ihr versteht mein Problem. Ich habe mich aber tatsächlich auf 2 Bücher beschränkt,
die auf meiner Wunschliste standen. Und freue mich jetzt sehr, dass die bei mir eingezogen sind. Es geht um so nah und doch so fern von Anne Bracharis. Ich habe keine Ahnung, wie man die Frau ausspricht. Aus dem Karlsbuchs Verlag, den ich nicht kenne. Dieses Buch ist auf meiner Wunschliste gelandet, weil es um Zeitreisen geht. Surprise, surprise. Die Autorin ist übrigens die Autorin von der Reihe Eine für vier, The Sisterhood of the Traveling Pants. Vielleicht sagt euch das was, das ist ja auch verfilmt worden, unter anderem mit Blake Lively. Und ich hoffe, das ist gut. Ich hoffe es. Es ist nämlich sehr mittelmäßig rezensiert. Daniel und Lucy haben sich einst geliebt, vor vielen Jahrhunderten und viele Leben zuvor. Doch nur Daniel verfügt über die Gabe, sich an seine früheren Existenzen zu erinnern. Für Lucy ist er ein völlig Fremder, obwohl sie sich auf verwirrende Weise zu ihm hingezogen fühlt, als sie sich wieder begegnen. Behutsam nähern sich die beiden an, ohne zu ahnen, dass eine tödliche Gefahr aus der Vergangenheit sie beide zu vernichten droht. Hat ein bisschen was von Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger. Ich hoffe, es ist ja nicht wirklich Zeitreise. Es ist halt so eine Zeitanomalie und das lese ich ab und zu sehr, sehr gern, vorausgesetzt, es ist gut gemacht. Ich glaube nicht, dass ich mir dieses Buch zum vollen Preis gekauft hätte, als ich es um 2 € gesehen habe. Ja. Stellt euch vor, Beate in diesem Bücherflohmarkt. Wow. Es war natürlich auch viel dabei, was alt und schon sehr verbraucht und nicht mehr okay war. Aber ich habe auch für Caroline ein Buch mitgenommen, das erst ein Jahr alt ist im Hardcover und das eigentlich wie neu ausschaut und das im Hardcover halt einfach 25 € kostet. Und ich habe es um 2 € mitgenommen. Ja. Und ebenfalls im Hardcover habe ich dieses Buch mitgenommen, das schon ein bisschen älter ist, von Lisa Eckhart, O Mama, aus dem Solnay Verlag. Solnay? Weiß ich nicht, wie man den ausspricht. Und hier geht es um die Nachkriegszeit und das freut mich besonders, weil ich über diese Zeit viel, viel mehr lesen will. Es geht um Oma Helga. Sie ist 1945 in der Pubertät und kämpft mit ihrer schönen Schwester Inge um die Gunst der Besatzer. 1955 schickt man Helga dann aufs Land. Den Dorfwirt soll sie heiraten. 1989 organisiert die geschäftstüchtige Oma Busreisen nach Ungarn, um Tonnen von Fleisch über die Grenze zu schmuggeln, bevor sie inzwischen schon über 80 in See sticht und mit der Enkelin im handgreiflichen Wettbewerb um den Kreuzfahrtkapitän buhlt. Ich hoffe so sehr, dass es wirklich die coolste Oma seit langem ist, so wie das klingt. Es ist natürlich ein Generationenroman über viele Jahrzehnte, über die unmittelbare Nachkriegszeit bis in meine Kindheit hinein. Und ich hoffe, dass es wirklich so toll zu lesen ist. Ich weiß von einer Freundin, die es gelesen hat, dass sie es sehr gemocht hat. Lisa Eckhart reißt den Gedanken und Begriffen die Schonbezüge runter. Der wilde Ritt durch die Nachkriegsgeschichte, tabulos, intelligent, böse, geschliffen und sehr, sehr komisch. Ja, genau das erhoffe ich mir. Einen sehr trockenen Humor von der Oma. Mit der Helga wird das wohl was werden. So. Das waren sie jetzt, die unfassbaren Neuzugänge aus dem September. Ich kann euch sagen, der Oktober wird nichts besser werden, weil im Oktober ist Buchmesse und es ist jetzt Anfang Oktober und es sind schon 4 Bücher bei mir eingezogen. Also läuft nicht. Wurscht, noch ist Platz in den Regalen und ich habe auch wieder einiges aussortiert und wird wohl irgendwie noch werden. Ich denke mir immer, das könnte auch ein viel teureres Hobby sein. Es könnten auch alles Drogen sein. Es sind zum Glück nur Bücher. Und wie gesagt, sie haben mich in schwierigen Situationen sehr, sehr glücklich gemacht. Sie machen mich immer noch sehr, sehr glücklich und werden das hoffentlich auch in Zukunft tun.
Kennt ihr schon welche dieser vielen, vielen Neuzugänge, die ich euch gerade in die Kamera gehalten habe? Und welche Bücher sind denn bei euch im September eingezogen, die ihr vielleicht auch schon weggelesen habt? Was könnt ihr mir denn empfehlen? Schreibt mir gern alles, was ihr loswerden wollt, in die Kommentare. Ich freue mich auf einen Austausch mit euch und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das Video liked, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch ganz viele gute Bücher, eine wunderbare Lesezeit. Macht's es gut. Ciao, servus.